Willkommen zu Pokémon Sonne und Mond Fusion. In diesem, neuen Format werde ich zwei Pokémon aus Sonne und Mond jeweils fusionieren. Und, ich werde, glaube ich, insgesamt drei Pokémon erschaffen. Heißt, ich werde jetzt zum Beispiel einmal den guten Koala hier reinhauen. So. Und zum Beispiel jetzt noch, wen nehmen wir denn jetzt mal eben kurz? Irgendwen random, komm, wen nehmen wir hier? Wen nehmen wir den Koala? Und, boah, ich glaube, ich nehme den hier. Kann man den da irgendwie mit einbringen? Ich weiß nicht. Der Koala ist halt ein bisschen schwerer. Komm, wir nehmen mal Wuffels mal rein. Wuffels und den Koala machen wir in einem. Die wurden ja auch zusammen geleakt. Und die fusionieren wir jetzt gleich kurz. Und ihr könnt für die nächsten Videos Fusionen entscheiden, die ich machen werde. Also ich werde jetzt selber ein bisschen Photoshoppen und das jetzt upspeeden. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim Endergebnis, Leute. So, das ist die erste Entwicklung, die ich hier fertig habe. Ist nur also die erste Fusion, die ich hier fertig habe. Es weiß, es ist nicht so atemberaubend, sage ich mal. Es ist nur der Kopf hier drauf und eine andere Farbe. Ich finde, ich bin schon halbwegs damit zufrieden. Ich habe jetzt gesagt, so mehr kann ich da auch nicht irgendwie mit verändern. Ich habe schon was versucht mit zu verändern, hier den Fuß. Aber das ging schlecht, deswegen würde ich sagen, reicht das ja auch erstmal für den Koala. So, deswegen gehen wir jetzt mal zu einer anderen Entwicklung über. Und ich glaube, was haben wir denn hier noch so? Wir könnten ja mal den guten Herrn hier nehmen. Und wen können wir denn dann noch nehmen? Wir haben ihn hier und... Das ist eine gute Frage. Vielleicht können wir... Komm, wir machen mal ihn hier mit ihm. Das könnte sehr, sehr lustig werden. Da kann ich mir echt schon was gut vorstellen. Deswegen, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn das Bild fertig ist. Also, let's go! Yeah.
So, das ist jetzt für eine zweite Kreation auch nicht so mega, mega krass geworden. Ich überlege auch gerade noch vielleicht den Schwanz abzumachen, aber naja, ich glaube, es sieht danach auch noch ein bisschen komisch aus, wenn ich den Schwanz jetzt wieder abmache. Aber ist okay, schreibt mal in die Kommentare, was ihr hiervon haltet. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mit der nächsten Kreation weiter. Dafür nehmen wir dieses Mal das Tokidomaru. So. Und nehmen wir Bautz. Bautz würde natürlich perfekt passen. Bautz wäre halt echt perfekt. Aber ich glaube, wir nehmen mal... Nehmen wir ihn hier. Ja, komm. Wir nehmen Robball. Komm, wir nehmen mal Robball und Togedemaru. Und ich würde sagen, let's go. So, wir sind nun fertig mit dem dritten und letzten, das Togedemaru Poplio, aka Robball Togedemaru. Und ich finde, das ist auch mit relativ cool geworden. Am coolsten finde ich den Hund eigentlich, den Koala-Hund, passt irgendwie am besten. Danach das Robball-Vieh und danach den Vogel. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche ihr am besten fandet, welche Fusion. Schreibt das bitte mal gerne in die Kommentare und wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Video, bis dann und ciao Leute, haut rein, euer Solo.